Ja, erstmal herzlich willkommen zu den Konishi Coin News. Heute wieder in eigener Sache die Auktion 644. Wir haben 20 wunderschöne kleine Tosai, vom Geschlecht her noch unbestimmt. Und wir haben weibliche Jumbo Tosai, die wurden von Makoto und Akimoto in Japan bestimmt, vom Geschlecht her. Und da gibt es aber immer, und das müssen Sie wissen, bei Tosai ein Unsicherheitsfaktor je nach Blutlinie von 5%, manchmal sind es auch 10%. In manchen Blutlinien ist es ganz einfach, dass die Zahl der, die sich später noch als männlich, also die Weibchen, die sich später doch noch als männlich entpuppen, verschwinden gering. Aber ich möchte Ihnen das nur sagen, wir können dafür auch keine Garantie geben, wir schauen in die Coin nicht rein. Und in dem Moment, wo wir sagen oder wo Makoto sagt, er ist sich sicher, dann werden wir das Geschlecht so angeben. Aber wie gesagt, die Sicherheit ist keine hundertprozentige, sondern eher als eine hohe Wahrscheinlichkeit zu verstehen. So, wir haben einen kleinen Kohaku. Die Kohaku kommen mit aus den besten, wertigsten Tosai, die wir hier haben. 21 cm, wunderschöne Zeichnung, wunderschöne Haut, sehr schönes Kiwa und Wachstumspotenzial entsprechend gut. Dann haben wir einen 21 cm Kohaku. Da ist jetzt wirklich die Zeichnung momentan nicht so der Oberknaller, aber er hat einen sehr schönen Körper, einen sehr langen Körper, eine sehr schöne Muskulatur hier oben und hat auch daraus ein sehr gutes Wachstumspotenzial. Danach haben wir einen Kohaku mit mehr so einer Freestyle-Zeichnung und Sie müssen sich immer überlegen, bei dem und auch bei dem davor, wenn Makoto und Akimoto, wenn die den erstmal auf 21 cm ziehen oder er hat jetzt sogar 25 cm, dann muss die Qualität und der Körper sehr gut sein. Ansonsten hätten sie den viel früher schon in die Standardklasse gebracht. Er auch einen sehr großen Kopf, kann ein sehr großer Koi werden. Dann haben wir einen Sanke, der eigentlich, wenn wir den modernen Sanke anschauen, eine sehr gute rote Basis hat. Und man sieht hier, wenn Sie genau schauen, das Schwarz wird aller Wahrscheinlichkeit nach als Tsubosumi, also auch auf weißer Haut erscheinen. Und als solcher könnte der sehr attraktiv werden, 21 cm, sehr hohe Farbqualität. Dann haben wir den nächsten Sanke. Man sieht fast, dass es Geschwister sind, auch eine relativ große und ein bisschen zu weit nach vorne laufende rote Kopfzeichnung. Wir sehen da, wo Schwarz kommt, auf weißer Haut, Tsubosumi, eine sehr schöne Schwarzqualität. Und wenn sich das Schwarz jetzt überall reinschiebt, ist es hervorragend. Also die Kleinen sind wirklich für Leute, vielleicht auch mit Innenhälterung, aber auch für einen Teich mit einem hohen Anspruch an Qualität und Wachstum. Und auch hier sehen wir, die neue Blutlinie bringt sehr viel Tsubosumi hervor. Auch ein wunderschöner Sanke, schöne Kopfzeichnung, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir den ersten Showa, im Prinzip ja, ein Geschwister zu allen anderen Showa. Es wurde nur die eine Linie gezüchtet, also mit dem herausragenden 95 cm großen Elterntier. Wir sehen sehr schönes Schwarz. Das Motoguru wird sich noch weiter zusammenziehen. Schöne Kopfzeichnung. Und wenn Sie hier jetzt schön Menware, Hachiware, also diese kopfspaltende Zeichnung hinzu, wenn die hinzukommt, ist es sehr gut. Hier den nächsten Showa, schon ziemlich viel Schwarz. Kompakte Motoguru, schönes Schwarz. Muss man einfach warten, wie er sich entwickelt. Auch ein sehr schöner Körper, auch 21 cm. 22 cm hat dieser Showa, der hat so ein ganz leichtes Ginrin, ist aber kein Ginrin-Showa. Ginrin-Showa haben wir dieses Jahr nicht, wenn es Ihnen schon aufgefallen ist. Da hat letztes Jahr das Elterntier nicht abgeleicht. Aber lassen Sie erstmal das Schwarz kommen, auch kompakte Motoguru, ein Zeichen dafür, dass das Schwarz kommen wird. Und so, das ist eigentlich fast schon die Blaupause für ein Tategoi-Showa, großes, rotes Zeichnungselement auf dem vorderen Drittel, das Schwarz, das gerade am Durchkommen ist und dann hinten etwas verspielt. Da gibt es sehr, sehr viele Showa. Dann haben wir den nächsten Showa, 22 cm, sehr hohe Rotqualität, wahrscheinlich von allen Showa, der mit dem höchsten Rot, sehr extrem scharfes Kiwa und das Schwarz hier hinten ist es schon raus, aber man sieht es, wie es überall drunter liegt. Hier sieht man ganz leicht gepunktet, dass es kommen wird. Dann haben wir mit Startplatz 13 23 cm auch Showa. Ich habe es ja früher in den Blogs immer wieder gesagt, ein Showa ist eigentlich, man glaubt an ihn, aber wenn man ihn zweijährig ansieht, ist er halt meist nicht ganz so attraktiv. Wenn man ihn einjährig oder auch zweijährig häufig ansieht, nicht ganz so attraktiv wie ein Kohaku oder ein Sanke. So auch er, aber er zeigt, dass unglaublich viel Potenzial in ihm steckt, genau hier. Da ist einfach, die Japaner mögen es nicht so, wenn keine weiße Kopfzeichnung vorhanden ist oder kein weißer Anteil, die an der Kopfzeichnung ist. Aber wir sehen ansonsten von der Qualität und vom Körper
einen exzellenten Show war. Genauso hier, Goschki 20 cm. Wir sehen hier ganz leicht, dass sich das Indigo bildet. Wir sehen ein brutales Rot. Das Goschki-Rot ist das vom Sanke. Das Sanke wurde ursprünglich aus dem Sanke herausgezüchtet. Aber nicht von uns, sondern das ist die Blutlinie allgemein. Auf die bauen wir ja auf. Und er hat wirklich das Potenzial, ein sehr interessanter Koi zu werden. Gerade bei Goschki liebt man auch die interessanten Zeichnungsmerkmale. Hier auch Goschki mit 21 cm. Er zeigt das Indigo schon auf dem Rot und auf dem Weiß. Aber alles noch dezent, so wie sich das in dem Alter gehört. Hier auch das Indigo auf dem Rot schon vorhanden. Schöne Kopfzeichnung, schönes Rot, schöner Körper. Also auch toller Tategoi. Dann haben wir hier 19 cm und Kutschaku. Das hier wird wahrscheinlich, da hat er sich gestoßen, wird wahrscheinlich wieder orange werden. Und die Mamme ist jetzt noch nicht vorhanden, hat einen schönen metallikfarbenen Glanz, weiße Flossen, auch ein toller Tategoi, Sandan, dreifach abgestuft. Hier der nächste mit schönem metallikfarbenen Glanz. Wir wissen von Makoto, dass die dunklen Kutschaku, also den höheren Schwarzanteil haben, häufig diejenigen sind, die später die schönere Mamme, das schönere Matsuba entwickeln. So hoffentlich auch er. Er hat jetzt ein leichteres, das geht in die Richtung, wir nennen die häufig Shiro Kutschaku, wenn das Grau ganz reduziert ist, aber wir sehen hier einen wahnsinnigen metallikfarbenen Glanz am Kopf, wirklich schön anzuschauen, und es heißt nicht, dass er keine intensive Mamme bekommt, aber bei den dunklen ist es einfach wahrscheinlicher, und selbst aus so einem kann noch ein ganz heller Kutschaku werden, wo nachher sich der Schwarz wirklich nur auf die Mami konzentriert, die dunklen Bereiche am Kopf können alle noch verschwinden. Wir haben ja ganz viele während Corona kleine groß gezogen und da war das überall der Fall. Auch hier sehen wir, er hat weiße Flossen, also wahrscheinlich ist derzeit schon das Schwarz sich am Zurückziehen. Und hier haben wir wieder so ein Mittelding. Ich finde es interessant, sind alles Geschwister oder Halbgeschwister. Und im Prinzip jeder ist ein Unikat, jeden muss man einzeln bewerten, beurteilen. Er metallikfarbener Glanz, sehr brutal hohe Rotqualität. Und die Mamme nicht ganz so dunkel wie bei manchen, aber dunkel genug. Und hier haben wir ein paar Zungenschnalzer Shusui. Okay, bei Shusui wird häufig die Rückgratbeschuppung überbewertet. Die ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist die Rotqualität. Körper sehr schön. Und auch bei ihm hier ist von der roten Zeichnung her eher ein klassischer Shusui. Tolle Rückgratbeschuppung. Seekoke, Skokenami ist sehr schön, die Schuppenanordnung. Und ein tolles Rot. Und dann haben wir einen Aragoke Genrin Koyo. Ist jetzt kein klassischer Aragoke, aber die Schuppen sind deutlich größer als beim normalen Koi. Als Koyo wird er das Orange noch weiter durchfärben und hat auch einen tollen Körper und ein wahnsinniges Genrin. Und hier haben wir einen Aragoke Genrin Kumonryu. Sehen wir hier im vorderen Bereich, dass hier viele große unregelmäßige Schuppen sind, also kein klassischer Deutz. Der Kumonryu ist ja im Idealfall ein Kawagoi, ein Lederkarpfen. Und hier haben wir ein Aragoke. Und ganz interessant ist auch, wie sich hier das Schwarz bildet. Das ist jetzt ganz klassisch Bakesumi, das so von oben kommt. Fotografiert man selten in dem Zustand, in dem Stadium. Und jetzt kommen wir zu den weiblichen Karashikuchaku, 31 cm. Hier war Makoto einfach die Zeichnung zu gering. Und wenn man mal sieht, wie sich jetzt schon zwischen 20 und 30 cm in 10 cm Größenunterschied die Mamme ausbildet. Auch hier der Hauptgrund eine orangene Flosse, aber ansonsten wirklich ein herausragender von der Qualität und vom Körper herausragender Koi. Die meisten dieser Kutschaku haben Wachstumspotenzial 85, 90 cm und mehr. Auch hier, wenn sie noch leicht gelblich sind, keine Sorge, die werden noch heller, werden noch weißer. Aber gerade so der Typ Beni Kutschaku, der wird sehr dunkel werden. Die haben häufig einen höheren Farbstoffwechsel und so. Ist auch die weiße Haut in jungen Jahren ein bisschen gelber. Hier, den nennen wir spaßeshalber Langnese, wegen dem weißen Herz auf dem Kopf. Ein herausragend guter Tategoi, der einfach für die Japaner nicht die optimale Kopfzeichnung hat. Körper ist für einen Kutschaku absolut ausreichend. Aber wenn Sie so viel Kutschaku züchten wie Konishi, sind Sie verwöhnt. Genauso hier vor ein paar Jahren ganz klar. Tategoi, überhaupt kein Thema. Der wäre weiter in Naturteich gegangen. Sie können von jedem dieser Koi erwarten, dass er über die jetzige Schönheit deutlich hinauswächst und auch richtig an Größe gewinnt. Auch hier Kopf ein bisschen
zu weiß, zu hell, aber ansonsten ein sehr dunkler Kutschaku mit einer sehr schönen Mamme. Genauso hier, da ist einfach der Bereich etwas zu wenig Zeichnung, aber er ist sehr dunkel, hat eine schöne Mamme, hat einen schönen metallicfarbenen Glanz, helle Schuppen, also ein richtig geiles Tier. Und hier ein bisschen schwarz in den Schuppen, dafür jetzt schon auf dem Weiß eine schöne Mamme, auf dem Rot kommt es in der Regel ein bisschen schwerer, weil die Mamme kommt von unten und wenn da Weiß drauf liegt, ist es natürlich leichter da durchzuscheinen als bei Rot. So einfach ist es, warum bei Kutschaku auf Weiß die Mamme früher kommt als auf dem Rot und an und für sich eine sehr gute Zeichnung. Hier sehr schwere Zeichnung, aber da auch wieder, was ich eingangs gesagt habe, wenn die beiden ein Tadigoi großziehen mit so einer in Anführungszeichen nicht ganz so attraktiven Zeichnung, zumindest im Geschwistervergleich, dann muss der was können. Der Körper ist genial, 35 cm. Qualität ist geil, könnte in die Richtung Beni Kutschaku gehen, ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und auch wenn die mal groß sind, die rote Zeichnung vom Kutschaku ist wichtig, aber das Wichtigste ist die Mamme. Und wenn die Mamme perfekt ist, sage ich Ihnen, kann der Fisch so sensationell später aussehen. Wir haben mal früher einen gehabt, den haben wir Leopard getauft. Der hat wirklich der war fast komplett rot, hat auf der Shinkokai Best in Variety gewonnen. Hatte eine Zeichnung, die dem nicht unähnlich war. Und da waren es ausschließlich Qualitätskriterien. Dann haben wir den nächsten Kutschaku, das ist natürlich ein Zungenschnalzer, anders kann man es nicht sagen. Das ist jetzt die Blaupause für einen perfekten Koi. Ja, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, no one knows, ob in 5 Jahren er der Beste ist oder einer der anderen. Also wir haben bei den Tosai immer noch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir gerade glauben, in ein paar Jahren nicht unbedingt so eintreffen wird. Der diesjährige Best in Variety Gewinner auf der Shinkokai war 3-jährig, hat er fast komplett seine Farbe verloren oder Teile seiner Zeichnung verloren. Und sie haben ihn eigentlich nur weiter großgezogen, weil sie gesagt haben, okay, schade, er kam aus Hongwu, aus dem Naturteich zurück. Und dann hat man gesagt, schade, ist halt so, jetzt ziehen wir ihn weiter groß als Elterntier später, weil dafür ist es nicht wichtig, ob er die Farbe mal verloren hat oder nicht. Und dann kam alles wieder zurück. Also das ist richtig brutal, brutal geil. Natürlich, wenn einer schon als Kleiner brutal geil ist, hat er schon ein bisschen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er später auch mal geil sein wird, wie wenn es jetzt ein ganz schlechter ist. Aber wir haben immer, oder einfach ausgedrückt, bei Koi würfelt der liebe Gott noch manchmal. Und das auch nur die Zeichnung, die Qualität, Körper, Mamme, alles genial. Und halt hier dieses große Matoaki. Aber vor ein paar Jahren, wie gesagt, noch Tadigoi. Er hat eine zu leichte Zeichnung, aber auch das im Umkehrschluss, umgekehrt zum sehr roten Kutschaku, kann, wenn die Mamme perfekt wird, die schwarze Schuppe, kann auch das sehr, sehr geil aussehen, wenn die Mamme mal raus ist. Er hat ein bisschen eingekürzte vordere Brustflossen, das ist genetisch, also kein Grund zur Sorge. Und hier nochmal Kutschaku, nochmal geil Tadigoi, was will man über 20, 22 Kutschaku alles sagen. Und er hat jetzt die Mamme noch etwas dezenter, aber auf dem Weiß drückt sie gerade durch. Dann haben wir den drittletzten und auch wieder richtig geil, wird wahrscheinlich Beni Kutschaku. Die Zeichnung ist toll, aber er sieht einfach aufgrund der noch wenig entwickelten Mamme heute etwas wild aus, etwas unaufgeräumt, etwas schmutzig. Geben Sie den Koi Zeit. Also ich sage nach wie vor, der Kutschaku ist der neue Kohaku, weil er einfach fehlerverzeihend ist, weil nicht so ein hohes Maß an Perfektion an ihn gesetzt wird und weil sie im Schnitt, wenn ich jetzt über alle Nachkommen gehe, der Kutschaku deutlich besser wächst und auch größer wird. Hier ein sehr dunkler Kutschaku, hat schwarze Flossenansätze, wird wahrscheinlich Beni Kutschaku, hat eine sehr abgegrenzte Zeichnung und der Grund, weshalb er jetzt schon im Auktionshaus ist, sicherlich die schwarze Flossen. Und hier das Zeichnungselement müsste ein Tick größer sein und dann würde man ihm wahrscheinlich auch die schwarzen Flossen verzeihen. Und last but not least, ein Karashi Tancho Kutschaku, weiblich 33 cm. Nicht das perfekteste Tancho, aber wenn Sie mal die, zum Beispiel von Jürgen Kirchner, den Tancho Kutschaku in einem unserer Reels, Stories oder auf TikTok gesehen haben, dann wissen Sie, wie genial so ein Matsuba aussehen kann. Würde mich freuen, wenn 1, 2, 3, 4, 5, 6 viele Koi dabei wären, die Ihnen gefallen und Sie jetzt eifrig am Steigern sind. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Blog. Ciao.